Hallo zusammen, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Heute mit einem super interessanten Interviewpartner. Ich habe den Philipp Semmelroth bei mir in den Podcast. Philipp steht für Ich mache Ihr Unternehmen profitabler. Er ist Sales-Business-Experte, Keynote-Speaker, Buchautor, mein Gott nochmal. Und vor allen Dingen, eins hat er, hat selbst Erfahrung, der hat ein IT-Unternehmen erfolgreich aufgebaut und, wie das so schön heißt, den Excel-Bot verkauft. Philipp, schön, dass du meinem Podcast zu Gast bist. Ja, hallo Holger, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein spannendes Interview. Sag mal, ich mache Ihr Unternehmen profitabler. Was ist denn damit gemeint? Also grundsätzlich ist es ja so, ich habe im Laufe meiner Tätigkeit als IT-Dienstleister natürlich sehr viel mit Geschäftsführern Zeit verbracht und ich bin immer hingegangen und habe gesagt, ihr müsst mir mal euer Geschäftsmodell erklären, weil ich bin ja nicht hier, um euch neue Laptops, Computer, Server, Firewalls oder sonst was zu verkaufen, sondern ich möchte euch ja helfen, mehr zu verdienen, eure Dienstleistung für eure Kunden zu optimieren, euren Output zu verbessern und vielleicht die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern. Und dadurch habe ich natürlich auch immer sehr viel Einblicke in deren Business bekommen, weil ich wollte wissen, wo kommt das Geld her, wo sind eure Profit Center und so weiter. Und ich habe sehr früh erkannt, viele Sachen da drin machen überhaupt gar keinen Sinn. Und ich habe dann auch natürlich viele andere Unternehmer kennengelernt und auch Statistiken gibt es dazu ja ausführliche in Deutschland, wo einfach klar ist, dass eine ganze Menge Menschen, die im Berufsstatus selbstständig oder Unternehmer mit einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern unterwegs sind, die nicht besonders viel Geld verdienen. Und das kann man ändern. Und das habe ich in meiner Firma hervorragend hingekriegt. Und ich weiß halt im Prinzip, wo man dran drehen muss, also welche Stellschrauben du drehen musst, um das zu erreichen. Und dieses Wissen teile ich jetzt halt einfach mit Menschen im Rahmen von Coachings, Vorträgen, Videos, Büchern oder sonstigen Dingen. Ja. Wow, du hast ja schon was ganz, ganz Wichtiges zu Beginn gesagt, was für die Zielgruppe, die ich bediene, ja auch sehr wichtig ist. Nämlich, es geht ja nicht darum, nur etwas zu verkaufen, sondern seinem Kunden einen Mehrwert, einen Nutzen rüberzubringen. Jetzt bist du IT-Unternehmer, hast du gesagt, warst du mal, hast ein IT-Unternehmen aufgebaut. Das heißt also von Sicherheit, Software, Hardware und so weiter, das war dein Business. Aber du bist schon frühzeitig wohl auf die Idee gekommen, hast du deine Kunden nach einem Business-Konzept gefragt? Erstens, wie kamst du auf die Idee? Woher hast du das gelernt? Dein Job warst du, wärst du einfach gewesen, Hardware zu verkaufen. Warum hast du denn das nicht einfach gemacht? Naja, also grundsätzlich ist so, als ich damals mit 18 meine Firma gegründet habe, das war, ich bin jetzt 41, ein paar Jahre her, da gab es noch keinen Computer in jedem privaten Haushalt. Heute haben wir ja teilweise sogar 3, 4, 5 Geräte zu Hause. Meine Eltern sagten damals, Philipp, ich glaube, das ist keine gute Idee mit diesen Computern und du machst besser nochmal was anderes, wenn das mal nicht funktioniert. Und ich habe ja mit 18 gegründet, mit 19 erst Abitur gemacht, war also noch Schüler, musste dann zur Bundeswehr, wobei ich heute sage durfte, weil war eine schöne Zeit. Dann habe ich auf Wunsch meiner Eltern studiert und im Rahmen dieses BWL-Studiums dann natürlich noch ein paar Zusammenhänge kennengelernt. Ich habe auch, naja, ich war nicht besonders erfolgreich im Studium, also ich habe einen Abschluss mit 2,3 gemacht, aber ich hatte an der Fachhochschule studiert und sehr viel Kontakt zu den Direktoren, weil ich die Praxisphasen in meiner eigenen Firma machen wollte. Ich habe gesagt, ich will nicht für andere arbeiten, ich will mein eigenes Unternehmen nach vorne bringen. Und da das nicht so einfach ist, weil da immer alle Angst haben, dass sie dich abseilst, musste ich mich sehr intensiv mit denen austauschen. Dadurch lernten die mich kennen und haben mir im Nachgang dann sogar ein Stipendium angeboten, wo ich dann nochmal in den USA ein MBA-Studium machen konnte. Das heißt, ich verfüge tatsächlich über sehr viel akademisches Wissen, fundiert BWL-Kenntnisse, Unternehmens-Know-how und so weiter und habe natürlich auch viel praktische Erfahrung gesammelt. Und dieses Wissen hat mich in beiden Dimensionen immer fasziniert. Und deshalb haben auch Unternehmer mit mir gerne die Gespräche geführt, weil sie gemerkt haben, das ist kein Smalltalk, das ist nicht einfach nur, um meine Neugierde zu befriedigen, sondern ich wollte denen wirklich helfen, effektiver in dem zu werden, was sie da tun und effizienter, weil das sind ja durchaus unterschiedliche Ansätze und dadurch habe ich halt viel gelernt und festgestellt, das hilft und das steigert dann natürlich auch die Kundenbindung, weil der Nutzen ergibt sich ja mehrdimensional. Du musst Produkt und Dienstleistung liefern, aber ja vielleicht darüber hinaus auch helfen, zusätzliche Einkommensziele erreichbar zu machen oder den Kunden einfach als Sparringspartner zur Verfügung stehen. Und als strategischer Partner wird auch deine Vergleichbarkeit nicht mehr so stark und deine die Preissensibilität auf Kundenseite ist nicht mehr so hoch. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, weshalb das Sinn macht. Das hat sich für mich halt ausgezahlt und deshalb habe ich da natürlich dann auch im Doing viel dazugelernt. Ja, lass uns nochmal kurz zurückspulen zu dem Zeitpunkt. Als 18-Jähriger hast du dich schon selbstständig gemacht. Wie war denn das? Was haben denn deine Freunde und Bekannte dazu gesagt? Da war doch bestimmt Fußballplatz, Disco etc., Sport machen doch eher in, als eine Firma aufzumachen, oder? Das finde ich lustig. Man könnte fast glauben, wir hätten das geskriptet, aber haben wir nicht. Deshalb umso witziger.
Es ist so, ich habe tatsächlich mit 15 angefangen, so im Nachbarschaftsumfeld von meinem Vater waren so ein paar Bekannte da, deren Computer zu reparieren. Ich hatte mit 10, 12 Jahren so ein C64 bekommen, dann mit 14 meinen 486, das heißt den ersten PC, auf dem dann irgendwie Windows lief. Und dann habe ich da irgendwie festgestellt, wenn ich da bestimmte Sachen mache, geht der dauernd kaputt. Und da ich kein Geld hatte, den zu reparieren, musste ich mir das selber beibringen. Das habe ich dann auch mit viel Zeit Invest hingekriegt. Und als ich dann dachte, das macht ja richtig Spaß, habe ich gedacht, ich könnte ja auch die Probleme von anderen Leuten lösen. Das hat dann natürlich anfangs im Endeffekt auch nur überschaubares Geld gebracht. Ich habe so 20 Mark die Stunde bekommen. Das war immer noch deutlich mehr, als alle meine Freunde verdient haben mit Getränkehandel. Das war doch viel Geld, absolut. Ja. Und dann habe ich irgendwann halt von dem Kunden den Wunsch, also dann war es halt so, ich hatte mein Zimmer, war eigentlich immer schon Büro. Freunde, die mich besucht haben, haben mir gesagt, Philipp, du schläfst in einem Büro. Überall diese grünen Lampen von den ganzen Geräten und wo, was weiß ich alles. Ich hatte schon ganz früh einen Kopierer da und so ein paar andere Sachen. Und dann, dann kamen die Leute irgendwann auf mich zu und haben gesagt, können wir die Geräte, die du reparierst, nicht auch bei dir kaufen? Cool. Da habe ich gedacht, ja, wie soll das funktionieren? Weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie sowas klappen sollte. Und dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen schlau gemacht, irgendwann Schule geschwänzt, am 30.04.1998 eine Firma angemeldet und dann einfach mal ausprobiert, was man machen konnte. Das ging im ersten Jahr voll in die Hose. War sehr amüsant, rückwirkend. Aber warum ging es in die Hose? Was waren dann deine Herausforderungen? Naja, die größte Herausforderung war, ich habe einfach Sachen eingekauft und habe die auch verkauft und habe dafür auch Geld gekriegt und habe für meine Reparaturen auch Geld gekriegt und habe dann ja irgendwie zum Jahresende eine Steuererklärung abgeben müssen. Ups. Aber weil ich nicht wusste, wie das geht, habe ich einfach gedacht, okay, ich habe hier, was ich ausgegeben habe, ich habe hier, was ich eingenommen habe. Mein Vater, der ja auch keine Ahnung hatte, sagte zu mir, das, was du selber verwendest, ist Privatentnahme. Schreib es einfach Privatentnahme. Aus heutiger Sicht wüsste ich, das wäre Anlagevermögen und so weiter, was steuerlich betrachtet ja einen erheblichen Unterschied macht. Aber faktisch war es dann so, ich sollte am Ende des Jahres mehr Steuern bezahlen, als ich überhaupt Geld hatte. Mhm. Da habe ich dann den Finanzamtsmann, den habe ich persönlich besucht und habe gesagt, hören Sie mal, das kann nicht sein. So macht doch keine Firma Sinn. Und dann hat er sich die Unterlagen angeguckt und dann hat er mir die so über den Tisch zurückgeschoben und hat gesagt, wir tun jetzt beide so, als wenn Sie die niemals abgegeben hätten. Und jetzt suchen Sie sich bitte einen professionellen Buchhalter oder Steuerberater und reichen das neu ein. Und das war so meine erste Erfahrung, dass ich gelernt habe, man muss immer mit Profis arbeiten, weil die einfach Schmerzen verhindern. Wichtiger Tipp. Ja. Ich glaube, gerade Leute, die kein Geld haben, müssen mit Profis zusammenarbeiten, weil sonst wird es noch teurer. Aber was mich jetzt so ein bisschen erstaunt, das heißt, du hast den Mumm gehabt, hey, ich mache da etwas, aus einem Hobby ist ein Beruf geworden. Du hast im Prinzip so eine Sogwirkung entwickelt, dass deine Kumpels zu dir kamen und sagen, hey, kannst du mal reparieren? Kann ich das bei dir kaufen? Dann hast du das nächste Problem gelöst, wie kaufe ich die Dinger ein? Das heißt, du bist praktisch mit den sich veränderten Anforderungen deiner Zielgruppe, bist du gewachsen, um das mal so zu sagen, ne? Ja, und das, was ich heute eben auch Menschen in Vorträgen und Coachings und so Sachen immer mitgebe, ist dieser pragmatische Ansatz, der hat mich immer weitergebracht, weil ich hatte ja anfangs exakt 0 Euro oder D-Mark. Ja. Ich konnte nichts vorfinanzieren. Das heißt, ich habe meinen Kunden einfach gesagt, ich besorge ihnen gerne, was sie da haben wollen, aber sie müssen 100% Vorkasse zahlen. Clever. Und das sind immer so Sachen, wenn ich heute mit Gründern spreche, die mir erzählen, Geld ist knapp und Finanzierung ist schwierig und so, da sage ich, das ist nur schwierig, weil ihr nicht hart genug drüber nachdenkt, was es für Alternativen gibt. Ihr glaubt eben, bestimmte Sachen gehen nicht. Aber ich habe, und das war mein größter Deal mit Anfang 20, ich habe 70.000 Mark Serverprojekt vorfinanziert, in dem der Kunde 55.000 Euro Vorkasse gezahlt hat, ohne überhaupt irgendwas gesehen zu haben, weil ich hatte auch keine Verträge und gar nichts. 10.000 habe ich mir von meinen Eltern geliehen, den Rest über mein Dispo und den Lieferantenkredit finanziert. Und ich habe mich anfangs so verkalkuliert, ich habe die ganze Anlage zu mir nach Hause liefern lassen, weil ich dachte, da habe ich in Ruhe Zeit, die vorzubereiten. Ich wusste aber nicht, dass die Anlage 210 Kilo wiegen wird. Das heißt, ich hatte A, gar keine Möglichkeit, die zu bewegen und B, auch kein Auto, wo die reinpasste. Das heißt, ich musste dann später noch eine Möbelspedition suchen, die die ganze Anlage bewegt. Das waren natürlich Kosten, das musste versichert werden, das musste alles irgendwie geregelt werden. Und es waren alles so Learnings, über die ich heute sehr dankbar bin und die im Prinzip einfach auch in meinen Empfehlungen münden, dass ich einfach sage, machen, starten und im Prozess besser werden. Nicht auf Perfektion warten, einfach loslegen und dann klar. Den Satz will ich nochmal wiederholen. Warten, nicht warten, sondern starten und im Prozess besser werden. Es gibt ja viele Leute nach dem Motto, die wollen erstmal perfekt alles können, perfekt gewartet, aber nichts umgesetzt. Und ich sage lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet. Und du hast das
vollkommen richtig gemacht. Das heißt, du hast ja da schon so ein bisschen unternehmerisches Gen gehabt. Ich sage mal, Unternehmer ist einer, der etwas unternimmt, sonst wärst du nämlich ein Unterlasser, so sage ich das immer so schön. Aber hast du das von deinem Elternhaus gelernt? Anscheinend nicht, denn dein Vater hat ja vom Steuernbuchführung auch nicht so viel Ahnung gehabt. Was hat dein Elternhaus gemacht? Waren die eher Arbeiter oder selbstständig? Naja, meine Mutter war Lehrerin und mein Vater war Arzt, aber als Arzt bist du im klassischen Sinne ja kein Unternehmer. Heute wird man in die Richtung gedrängt, weil es sonst irgendwie finanziell auch kaum noch Sinn macht mit den ganzen Regularien. Aber früher war das eben anders. Mein Vater hatte da keinen Sinn für dieses Ganze. Und ich hatte als Kind nie Taschengeld bekommen, aber nur deshalb, weil meine Eltern das Konzept nicht kapiert haben. Wenn ich gefragt habe, Mama, kann ich Taschengeld haben? Dann hat sie gesagt, wofür? Dann habe ich gesagt, na, ich würde mir gerne mal was Süßes kaufen. Dann hat sie gesagt, naja, das kann ich ja mitbringen, wenn ich zum Aldi fahre oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Und dann hatte ich eben nie Geld. Und gleichzeitig sah ich aber meine Freunde, die konnten auch mal ein Mädchen zum Eisessen einladen, ohne vorher die Eltern fragen zu müssen, oder konnten mal ins Kino gehen. Und ich konnte das einfach nicht, weil das eben so bei uns zu Hause nicht vorgesehen war. Und dann habe ich mir überlegt, was muss ich eigentlich tun, um auch Geld zu haben? Und dann bin ich halt zum Beispiel Karneval. Ich komme ja aus Leverkusen, nahe Köln. Da ist ja Karneval ein großes Ding gewesen. Heute immer noch, aber deutlich geringer als früher. Da habe ich zum Beispiel Karneval extrem viel Süßigkeiten gefangen. Und ab Aschermittwoch habe ich die einfach an der Straßenbahn an die Studenten verkauft, die morgens in die Uni fuhren. Und so habe ich natürlich immer wieder Geld verdient. Dann habe ich nicht nur Zeitung ausgetragen, sondern da auch so Karten reingetan zu bestimmten Tagen wie frohe Ostern, frohe Weihnachten. Das gab zusätzlich Trinkgeld. Dann habe ich alten Damen beim Einkaufen geholfen. Dann habe ich irgendwo mal Autos gewaschen, Rasen gemäht. Ich habe immer irgendwie geguckt, wie kann man irgendwas machen, was ein bisschen Geld bringt, weil ich eben erkannt habe, wer Geld hat, hat ein selbstbestimmteres Leben. Ja. Und das war so ein bisschen der Antrieb. Sehr cool. Du weißt ja, ich bin ein Finanzmensch, habe mit Geld zu tun. Was hat denn Geld für dich früher bedeutet als Junge? Du hast das ja schon mal angedeutet. Was genau bedeutete denn Geld früher für dich, als du als Schüler so die ersten paar Euros verdient hast? Also es war für mich einfach die Möglichkeit, mir Träume zu erfüllen. Und die sind ja anfangs auch klein. Das heißt also, du willst jetzt mit irgendeinem Mädchen als Beispiel Spaghetti-Eis essen gehen. Da brauchtest du damals, keine Ahnung, vielleicht 10 Mark für. Ich bin ja jetzt nicht mehr so ganz im Thema, was gekostet hat. Aber das war ja eine Summe. Oder du wolltest irgendwo hinfahren und wolltest jetzt nicht vielleicht das mit allen besprechen und so weiter. Das heißt, nicht um Erlaubnis fragen. Oder du wolltest dir irgendwas kaufen für deinen Computer oder für, weiß ich nicht, privat irgendwie was. Und da habe ich einfach gedacht, wenn ich Geld habe, brauche ich eben niemand anders, um Erlaubnis zu fragen, dann kann ich das einfach machen. Und dadurch war das für mich eben ein Stück Unabhängigkeit. Cool. Und das heißt, du hast ja viele Sachen auch von den Kunden vorfinanzieren lassen. Auf der anderen Seite bist aber selbst auch schon ein unternehmerisches Risiko eingegangen. Du hast ja von deinen Eltern 10.000 Euro geliehen für diesen Serveraufbau und ein Dispo hast du in Anspruch genommen. Das heißt, du warst auch nicht ängstlich gegenüber Schulden zu machen, um eine Investition zu tätigen. Ja, doch, ich würde rückwirkend schon sagen, ich war da doch ängstlich. Deshalb habe ich das natürlich schon so irgendwie alles durchdacht, dass das alles relativ schnell auch wieder da war, das Geld und so weiter. Und ich habe tatsächlich mein ganzes Leben lang ohne Schulden gelebt. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, gut, ich habe jetzt mal 3 Wochen da ein Minus auf dem Konto gehabt, aber das war dann auch, es war so ein Minus, dass ich dann auch tatsächlich zur Bank musste, weil es eben sich ein bisschen verzögert hat. Aber das Schöne war, ich musste zum Gespräch da hinkommen, weil die sich mit mir über die Art und Weise, wie ich mein Konto führe, unterhalten wollten. Und das Schöne war, einen Tag vorher, bevor das Gespräch kam, hat mir ein Kunde 12.000 Mark überwiesen. Ich saß dann da ganz entspannt und habe gesagt, was haben Sie denn für Fragen? Und der guckte da rein und sagte, das weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, was die hier vorbereitet haben. Dann war das Thema erledigt. Aber Fakt ist wirklich, ich habe also immer Schulden versucht zu vermeiden, weil meine Eltern auch immer ein bisschen, ich will nicht sagen klamm waren, aber meine Eltern haben mir schon beigebracht, man muss sparen und man muss gegen Rücklagen bilden und man muss sich gegen Risiken schützen. Das ist ja die Generation, die den Kindern auch gelehrt hat, hör mir, soll zwar besser haben als wir, aber gib nur, wenn du eine Mark ausgeben willst, musst du erstmal auch über eine Mark verdient haben, sonst geht das nicht. Und deshalb würde ich sagen, in der heutigen Sicht ist es eben anders, da würde ich Leuten andere Tipps geben, aber damals war es einfach so, ich habe überschaubare Zeitfenster in Kauf genommen, in denen ich eine Unterdeckung vielleicht hatte, aber Schulden ist ja dann doch nochmal eine andere Perspektive. Also ich habe zum Beispiel im Leben nie Konsumschulden gemacht oder so. Ja, ist gut, dass du es nochmal sagst, für meine Community auch wichtig, denn das versuche ich auch mal hoch zu halten. Man muss immer Konsumschulden von Investitionsschulden, von Investitionskrediten trennen. Und das hast du ja gemacht, du hast ja praktisch einen Investitionskredit gemacht, du hast ja Maschinen gekauft, um die weiter zu verkaufen, hast etwas vorfinanziert, um dann Business zu machen. Du wolltest ja nicht deinen Urlaub oder Spaghetti als für das Mädel halt finanzieren. Ja, und also, du hast zum Beispiel auch so habe ich es mit meinem Studium auch gemacht. Ich habe ja an einer privaten Fachhochschule studiert, einfach weil ich wusste, dass es da schneller geht.
Und da war es dann auch so, dass das Geld für die Schule ja irgendwo herkommen musste. Und ich wusste, dass ich Praktika machen muss. Und ich habe ja 6 Praktika machen müssen. Und die ersten 3 Praktika habe ich eben außerhalb, also nicht in meiner eigenen Firma gemacht. Und da bin ich dann ganz offen hingegangen, habe gesagt, so, passen Sie mal auf, wenn ich hier bei Ihnen arbeiten soll, müssen Sie das natürlich bezahlen, weil ich brauche ja das Geld, um die Schule zu bezahlen. Und dann habe ich das, weil ich verkäuferisch halt vielleicht das ganz gut hingekriegt habe, auch ganz elegant gemacht. Also während viele auch ewig viele Bewerbungen geschrieben haben und ewig viel gearbeitet haben für gar nichts, habe ich also so für so ein Praktikum auch mal 3.000 Mark pro Monat gekriegt, weil ich es halt gut verhandelt habe. Und wenn du dann für 3 Monate 9.000 Mark hast, dann hast du auch einen gewissen Spielraum. Und damit konnte ich das Studium dann bezahlen. Ja. Und die nächsten 3 Praktika, also die letzten 4, 5 und 6, habe ich dann in meiner eigenen Firma gemacht, weil ich gesagt habe zu den Direktoren, die anderen sind nicht besser, die sind nur größer. Und das hat dann aber auch ja Geld gebracht. Aber gerade weil du ja auch in diesem Bereich Finanzen und so unterwegs bist, ich will mir diesen ganzen Beispiel eigentlich nur zeigen. Manchmal sind Leute, die kein Geld haben, auch in Anführungsstrichen einfach deshalb selber schuld, weil sie nicht lang genug drüber nachdenken, wie man das ändern könnte. Weil natürlich ist es nicht üblich, für ein Praktikum bezahlt zu werden, aber es geht. Natürlich ist es nicht üblich, dass man irgendwie ohne Geld eine Firma startet, aber es geht. Natürlich ist es nicht üblich, dass ein Kunde 100% Vorleistung macht, aber es geht. Und wenn man die Konsumschulden vermeidet und einfach nur in Dinge investiert, die Geld produzieren, direkt oder perspektivisch, dann ist ja Erfolg planbar. Absolut. Also auch wieder ganz wichtig, was du gesagt hast, dass du meiner Community vermittelst. Geh hin und mach und frag und sei ein bisschen forsch und du musst verkaufen können. Aus Verkaufen kommen wir gleich doch ein bisschen dezidierter ein. Das ist ja von dir auch ein Steckenpferd, da bist du ja absoluter Profi drin. Was mich jetzt interessiert, jetzt hast du studiert, hast in der FH studiert, wo ja Theorie und Praxis kombiniert ist. Ich bin dann reiner Universitätstyp gewesen. Furchtbar. Ich bin voll arbeiten gegangen, habe neben mir studiert, weil auf der Uni hast du nur Theorie gelernt. Jetzt hast du viel Praxis gelernt habe im Nachhinein. Was hat dir mehr gemacht? Die Praxis oder die Theorie? Muss ich heute einen Studienabschluss haben, um erfolgreich unterwegs zu sein? Denn das fragen sich ja immer mehr junge Leute heutzutage. Mama, Papa sagt, du musst was lernen, du musst eine Lehre haben, dann musst du erst einen Job annehmen. Vielleicht wechselst du mal den Job im Leben. Mittlerweile hat sich das Ganze ja aus meiner Sicht umgekehrt. Wie siehst du das? Also ich habe jetzt konkret die Situation, am 6.8. wird mein Sohn 3 Jahre alt. Das ist ja jetzt in wenigen Tagen in Anführungsstrichen der Fall. Ja. Mein Sohn kann bis heute nur ein paar Bruchstücke sprechen, also so ein paar Worte. Und man würde so sagen, im Durchschnitt liegt er zurück, wenn man die Referenzwerte unterstellt. Mhm. Und ich sage immer, wenn ich beim Kinderarzt mal bin oder mit anderen Eltern spreche, sage ich, naja, der Vater wird für Vorträge bezahlt, kann relativ gut reden, die Gene sind da, ich mache mir keine Gedanken. Ich habe noch nie jemanden getroffen in meinem Leben, der einfach vergessen hat, sprechen zu lernen. Von daher, das wird kommen. Und die zweite Sache, die man kennen muss, ist einfach nur verkaufen. Dieser ganze andere Kram ist aus meiner Sicht alles nett, aber nicht notwendig. Wer verkaufen kann, Menschen überzeugen kann, in die Handlung zu kommen, in die Investition zu kommen, irgendwie eine bestimmte Aktion auszuführen, der wird immer Arbeit haben, der wird immer Geld haben und der wird auch immer Karriere machen können. Weil am Ende des Tages verkaufen nichts anderes, als Menschen davon zu überzeugen, dich bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Und deshalb, ich habe jetzt 2 Studienabschlüsse, Abitur und alles. Und wenn mein Sohn mir später sagt, Papa, ich mache nur Realschule und nach der 10. Klasse höre ich auf, ich mache jetzt eine Ausbildung in der Bank oder ich lerne jetzt verkaufen, wenn das bis dahin nicht schon Papa gelernt hat, dann bin ich ganz entspannt. Denn mein Bruder, der hat kein Abitur, der ist sitzen geblieben in der Schule, arbeitet heute für ein amerikanisches Unternehmen, ist der beste Verkäufer in Deutschland. Von daher, wenn ich sehe, was der verdient und wenn ich überlege, was Lehrer verdienen, die ja angeblich wissen, wie das Leben funktioniert, dann kann ich jedem da draußen sagen, das muss man sich sauber überlegen, ob ein Studium und eine Ausbildung wichtig ist. Verkaufen kann man immer brauchen und damit stehen einem alle Türen offen. Super. Hast du das in den Genen, dass du Verkäufer bist? Du hast ja aus dem Beispiel jetzt gebracht, als 18, 19, nee, da konntest du ja schon reden wie ein Großer nach dem Motto. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokativ. Hast du das gelernt? Hast du es in den Genen drin? Nee, aber ich denke, es ist einfach so, ich meine, ganz früher war es so, da haben Leute immer gesagt, Philipp, du redest nonstop und immer übernimmst du die Gespräche an irgendwelchen Tischen und so. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal so ketzerisch gesagt, naja gut, aber das funktioniert ja auch nur, weil die Leute ganz gerne zuhören. Ja. Das heißt also, es ist ja irgendwie schon für manche Leute unterhaltsam, werthaltig, was auch immer. Und deshalb habe ich dann irgendwann gedacht, da könnte man ja auch ein Business draus machen. Und wenn ich heute Keynotes halte mit ein paar hundert Leuten oder so im Raum, dann ist das ja auch durchaus erkennbar, dass ich da vielleicht ein gewisses Talent für habe. Sonst kennen Leute ja nicht wieder. Mhm. Aber ich glaube, das Verkaufen
eigentlich bei mir aus der Not heraus entstanden ist, weil ich dort erkannt, dass der einzige Weg, wie man Geld verdienen kann, weil bei allen anderen Sachen, wenn du nicht verkaufen kannst, bist du ja immer davon abhängig, was jemand anders bereit ist, dir von sich aus zu geben. Nur wenn du verkaufen kannst, bist du ja in der Lage, aktiv zu verhandeln und dein Schicksal selbst zu beeinflussen. Und deshalb wäre es aus meiner Sicht eben töricht, sich darum nicht zu kümmern. Deshalb ist es auch nicht nachvollziehbar, dass das in der Schule nicht vermittelt wird. Aber ob ich jetzt beispielsweise im Mündlichen eine gute Note kriege, ob ich irgendwie einen Praktikumsplatz kriege, ob ich einen Ausbildungsplatz kriege, ob ich einen Studienplatz kriege, ob ich einen Job kriege, ob ich einen Partner oder eine Partnerin kriege, ob ich die Wohnung kriege, ob ich ein Auto günstiger kriege. Das ist ja alles eine Frage von Verkauf. Absolut. Ob du die Mädel das Spaghetti-Eis hättest spendieren dürfen, das wäre auch eine Frage des Verkaufens gewesen. Ne? Ja. Das Geld alleine haben ist das eine, aber sie zu überzeugen, dass sie gerade von dir das Spaghetti-Eis annimmt, das hat auch was mit Verkaufen zu tun. Also bei mir rennst du offene Türen ein. Aber sag mal, Verkaufen, du hast das sehr schön definiert, kann ich voll unterstreichen, wie du Verkaufen definierst, mache ich genauso. Warum ist in den deutschen Köpfen das Verkaufen so drin, muss ich nicht, macht man nicht, ist sogar böse. So, macht man nicht. Was sind deine Erfahrungen? Warum das da so drin ist, kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Natürlich ist mir das klar, dass das so ist. Und ich weiß, dass viele Menschen, auch wenn du zum Beispiel dich als Verkäufer in irgendeiner Form vorstellst, schon auf Distanz gehen, weil sie das ablehnen, weil sie da vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie gelernt haben, dass das irgendwie vielleicht auch mit über den Tisch ziehen zu verknüpfen ist und so weiter. Aber ich glaube, man muss einfach Verkaufen so ein bisschen als Kommunikation verstehen. Und Kommunikation ist das, was Menschen erfolgreich macht und zusammenbringt. Wenn man mal zurückgeht, der Neandertaler war deutlich besser an die Rahmenbedingungen angepasst hier in dieser Hemisphäre, wo wir heute leben, als wir dann irgendwann mal hierhin vorgestoßen sind, also Homo sapiens. Und dann haben wir den trotzdem ausgerottet, obwohl wir unterlegen waren. Und die Forscher sind sich heute darüber einig, dass es an unserer Fähigkeit zu kommunizieren lag, weil wir uns eben verständigen und in Gruppen organisieren konnten. Das heißt, wir konnten gemeinsam Kräfte mobilisieren und waren nicht nur Einzelgänger. Und das ist eben einfach so ein Schlüssel. Kommunikation ist das, was uns erfolgreich gemacht hat und ist meiner Meinung nach auch in Zeiten der Digitalisierung ein Wettbewerbsvorteil, der teilweise außer Acht gelassen wird. Weil Menschen wollen immer noch von Menschen kaufen. Wir können alles automatisieren, aber am Ende des Tages, wenn es klemmt, nicht klappt oder besonders risikoreich ist, wollen wir immer noch mal mit einer Person sprechen. Und wenn die auch gut sprechen kann und uns richtig abholt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zusammenkommen, höher. Jetzt hast du ja durch diese Fähigkeiten ein IT-Unternehmen aufgebaut. Und die wichtigste Aussage war ja schon von Anfang an, ich habe meinen Mandanten, meinen Kunden geholfen, praktisch wie ein Unternehmensberater. Wo stehst du heute? Wo willst du hin? Wer sind deine Hauptkunden? Wie kannst du von A nach B kommen umsatzmäßig? Und da hast du Tipps und Tricks gegeben, sodass du praktisch die, ich sag mal, du warst im Prinzip Unternehmensberater mit angeschlossenem IT-Handel. So kommt mir das vor. Weil das ja. IT war zwar notwendig für den Kunden, der wollte das ursprünglich haben, aber du hast ihm ja geholfen, mit den Dingern praktisch Umsatz zu machen und Geld zu verdienen. Also hast du doch deine Marktposition ganz anders gesichert. Hast du überhaupt Mitbewerber gehabt in deinem Business damals? Ja, sicher. Ich meine, der Kunde sieht das natürlich in der Dimension nicht ganz so. Für den bist du vielfach doch noch der Computerfuzzi oder was sie da alles für Begriffe wählen. Das hat natürlich im Laufe der Zeit dann schon irgendwie sich verändert, weil auch dein Auftreten professioneller wird, die Firma wird größer. Vielleicht wird auch dein Auto größer und damit irgendwann bist du dann mit jungen, das ist ja das Problem, du hast junge Jahre, dann musst du dich da erstmal hocharbeiten. Irgendwann ist das alles nicht mehr so dramatisch. Aber bei mir war es ja so, ich habe ja zum Beispiel für Kunden Online-Banking eingerichtet, weil das war ja mein Job. Mhm. So, und wenn du Online-Banking einrichtest, dann lässt sich nicht verhindern, dass du die Kontostände siehst. Und dann wusste ich ganz genau, okay, dieser Kunde hat nur Minus auf dem Konto und der hat eine ganze Menge Plus auf dem Konto. Und dann war für mich zum Beispiel relativ leicht erkennbar, mit wem von denen sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit verbringen, weil der scheint einen Plan zu haben und der andere hat einfach keine Ahnung. Mhm. Und dadurch habe ich sehr früh gelernt, dass die Größe des Unternehmens, die Anzahl der Mitarbeiter, der Umsatz, den man irgendwo nachgucken kann, völlig uninteressant ist, weil das keine Aussage darüber trifft, wie profitabel jemand ist. Und ich habe es dann tatsächlich manchmal auch einfach ganz offensiv gemacht und habe Kunden, die ich spannend fand, zum Essen eingeladen. Habe gesagt, ich würde mit ihnen gerne mal essen gehen. Und habe auch gesagt, ich würde gerne was von ihnen lernen, würde sie besser kennenlernen oder was auch immer. Und das ist dann halt der Vorteil, wenn du relativ jung bist, da fühlen sich solche Leute, die dann, ich sag mal, ich war jetzt vielleicht Mitte 20 und da ist so ein Typ, der ist 53. Wenn ich dem sage, ich würde gerne mal mit ihnen essen gehen, einfach weil ich das spannend finde, wie sie das so machen. Vielleicht können sie mir ein bisschen was über ihr Unternehmen, ihre Geschichte erzählen.
dann fühlt er sich doch gewertschätzt und denkt dann, oh klar, kann ich mal mit dem essen gehen, wir arbeiten ja auch zusammen. Und dann gehst du mit dem essen und dann erzählt er dir jede Menge Sachen und dann erzählt er dir, dann fragst du auch mal so ganz locker, wenn sie mal das Geld, was sie so verdienen, was machen sie denn eigentlich damit? Mhm. Und dann sagt der eine, ja, ich habe so in NATO-Immobilien investiert, weil da habe ich regelmäßige Sicherheiten und so weiter. Dann stellt sie ein paar Jahre bei einem anderen Essen fest, der hat sich leider verschätzt, weil die Amerikaner haben die Soldaten abgezogen, die ganzen Immobilien stehen leer. Dann hast du den anderen, der sagt, wissen Sie, ich habe einfach zum Beispiel diese Immobilie direkt an meine Kinder, ich habe die gekauft und an meine Kinder übertragen. Jetzt zahle ich da jeden Monat Miete. Ich zahle auch ein bisschen mehr, weil das steuerlich günstig ist. Und die erzählen dir alle so Sachen einfach nebenbei. Und du denkst so, okay, das macht alles Sinn, das macht keinen Sinn. Dann erkennst du durch das Online-Banking die Ergebnisse. Du hast im Prinzip ein Essen bezahlt und hast dich dadurch schulen lassen nach dem Motto, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Hammermäßig, das habe ich früher genauso gemacht. Deshalb muss ich gerade so ein bisschen grinsen. Ich finde es immer toll. Beim Essen und Trinken kannst du die tollsten Gespräche führen und du kannst lernen, wie man es macht und manchmal auch, wie man es nicht macht. Ja, es gibt so ein Buch, Never Eat Alone. Da steht es genau drin, warum du eh essen musst. Warum willst du? Ich habe sogar schon mit fremden Leuten gegessen. Wenn ich beruflich in anderen Städten bin und in so eine, ich esse gerne in so Brauhäusern oder so, meine Haxe oder so ein Zeug. Und wenn da einer alleine am Tisch sitzt, dann frage ich, haben Sie was dagegen, wenn ich dazu setze? Sagt keiner nein. Ja. Und dann kommst du ins Gespräch und du kriegst die spannendsten Sachen hin. Ja. Cool. Und jetzt hast du das Unternehmen aufgebaut und du hast das vor ein paar Jahren verkauft. Ja, ich habe es tatsächlich 2020 verkauft und wie ich immer gerne dazu sage, nicht weil ich musste, weil Corona, sondern weil ich konnte. Denn ich hatte einfach ein Level erreicht, wo ich nachweisen konnte, das ganze Ding funktioniert ohne mich. Hm. Und das ist dann natürlich der Punkt, wo jemand anders auch wirklich Interesse daran hat. Und das Interesse war in dem Falle auch monetär ausgedrückt sehr attraktiv. Hm. Und daraufhin habe ich dann den Trennungsschmerz überwunden und jemand anders den Wunsch erfüllt, mit einer Profifirma mal, die er in seine Struktur integrieren konnte, weiß ich nicht, weiter zu wachsen. Gut, du hast jetzt ein neues Business auch gemacht. Darüber reden wir gleich nochmal im zweiten Teil. Was hat dich denn bewogen, jetzt hier einen Exit zu machen? Ja, die Situation ist ja die, ich bin ein unheimlicher Fan davon, ich würde fast schon sagen fanatisch besessen davon, immer produktiver, immer schneller und immer effizienter zu werden. Das heißt, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, mit einem neuen technischen Gerät, mit einer App, mit irgendeiner anderen Lösung Zeit zu sparen, kaufe ich das, weil mich das einfach nach vorne bringt. Weil ich habe halt vielleicht mehr Geld als Zeit und deshalb, wenn ich irgendwas machen kann, deshalb mache ich auch nichts selber, steht in meinem Buch, wenn einer 80% der Ergebnisse erreichen kann, die erreicht werden, wenn ich mich selber darum kümmere, gebe ich alles ab, weil ich dann Zeit für die Dinge habe, die niemand anders außer mir regeln kann. So, und dadurch schaffe ich natürlich eine ganze Menge. Aber die Situation war jetzt einfach die, wenn ich jetzt so eine Firma verkaufe, dann gibt dir ja jemand an einem Tag das ganze Geld, was du mit der Firma prognostiziert noch über Jahre verdienen könntest. Mhm. Du musst dich aber keinen einzigen Tag mehr mental damit auseinandersetzen. Das heißt, du kriegst das ganze Geld auf dein Konto, hast sofort den Kopf frei, hast alles sozusagen aus dem Kopf, vom Schreibtisch weg und kannst dich um ein neues Projekt kümmern. Und das war einfach tatsächlich der Reiz, wo ich gedacht habe, ja super, das ist doch perfekt. Dann kann ich mit dem Fundament ganz neue Projekte starten und deshalb habe ich auch keine Minute bereut. Ja, sehr, sehr cool. Mensch, Philipp, du hast jetzt schon richtig coole Sachen rausgehauen. Deinen Werdegang haben wir gehört, wie du praktisch in jungen Jahren unternehmerisch tätig warst, immer was unternommen hast, eine Firma aufgebaut hast. Wir haben schon das Thema Verkaufen angesprochen und die vielen Tipps und Tricks, die du jetzt schon rausgehauen hast, ist für meine Community sehr, sehr wertvoll. Deshalb vielen Dank dafür. Im zweiten Teil werden wir uns dann weiter ein bisschen näher darüber unterhalten, was du jetzt machst. Wenn es euch gefallen hat, vielen Dank dafür. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung auf iTunes oder Spotify hinterlasst, auch eine schöne Rezension beispielsweise schreibt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, leitet ihn doch einfach weiter, denn die Tipps, die Philipp hier gegeben hat, sind bestimmt für den einen oder anderen Arbeitskollegen, Freund oder Bekannten, Verwandten auch interessant. In dem Sinne, alles Gute, der Philipp. Genau, der Philipp und der Holger. Ciao. Ja, ciao.